Zwei-Gruben-Schreich ist jetzt ja wenigstens aufgeräumter, was Religion angeht. Böse Zungen würden behaupten, ich wäre noch dabei, die Reste aufzuräumen. Böse Zungen, ja. Ganz böse Zungen. Da gibt's einen guten Witz. Ich will nicht sagen, dass meine Frau boshaft ist, aber die Eingeborenen kommen meilenweit her, um ihre Feinde in ihre Spucke zu tauchen. Was? Die Eingeborenen. Also ja, Bayern ist komisch, aber sie als Eingeborene zu bezeichnen, geht doch ein bisschen zu weit. Meinst du? Theoretisch hätte ich jetzt zwar anglikanische Zeloten, das Problem ist halt nur, das dauert ewig, bis die durchgesiegt haben. Deswegen lohnt sich das nicht. Ich habe mal noch eine Frage, wo kann man denn die Government-Kapazität sehen? Wenn du oben links auf deine Flagge klickst. Ja. Und dann Stabilität und Expansion. Der Unruhetab, sag ich mal. Da ist dann der dritte Reiter Regierungs. Ja, ich seh's. Dankeschön. Und Richie, hast du noch Kapazität? Ja, ein bisschen habe ich noch. Ich bin im Krieg mit. Oh, ich bin im Krieg im Papst, okay. Ich hab doch nicht mal die Hälfte verbraucht. Du Glücklicher. Und ich bin stinkreich. Mhm. 104 Dukaten pro Tick? Nee, das nicht. Du oder was? Nein, du. Also vor Abzug von Ausgaben. Ach so, ja. Oh, ich meine, gleichzeitig ist gut. Ich baue jetzt überall Manufakturen. Ja, irgendwann ist jetzt auch die Zeit dafür, weil man keine großen Wunder hat, die man ausbauen kann. Oder selbst wenn. Nicht jedes Wunder lohnt sich auszubauen, sag mal so. Versagen lohnt sich immer. Was lohnt sich immer? Versailles. Auf der höchsten Stufe kriegst du einfach mal global 20% mehr Steuern. Ja, aber nicht jeder hat Versailles. Wahre Worte. Ich glaube noch. Ich meine, wenn jeder Versailles hätte, dann wäre es halt auch nicht so speziell, weißt. So, an 6 Jahren könnte ich mir Schottland als Versailles holen und dann habe ich wenigstens ein paar mehr Ansprüche, die ich da durchdrücken kann für billig. Wann steht eigentlich der Russlandfeldzug an Frankreich? Russlandfeldzug, da müsste ich erstmal den gegen Udoku Krieg führen, vom Baum her. Vom Missionsbaum her. Napoleon. Was, Österreich ist die größte Großmacht? Ja, hat viel Entwicklung und er hat alle Institutionen, ne? Das hilft schon. Ja. Leute, ich hab gesehen, ich hab grad 999 Entwicklung. So close. Ja, das Problem ist Prestige. Also beim nächsten Krieg gegen England werde ich es ja sowieso hinkriegen können. Das Problem ist halt nur das Prestige. So, jetzt habe ich 1000 Entwicklungen, genau. Da ist nur Stufe 3 Prestigeberater. Aber ich brauche eigentlich noch einen Inflationsberater. Brauchst du einen Berater für mehr Inflation? So in der Art.
Kann die genug Inflation haben. Genau. Weißt du, Inflation ist gut. Und Heureka, ein sinnvoller Erbe. Das statt 034, 531. Viel besser. Ja, und ich mach grad immer auch nur 4 diplomatische Machtpunkte pro Monat. Ja, wird schon. Wenn ich... Okay. Kümmern uns bald mal um Logo, ey. Ja. Ab habe ich gleich da Tassessmoor. Sehr bald. Das freut dann das Limit, ne? Ja. Jetzt, wie schön. Jetzt habe ich ein richtig tolles Limit. Mach auch wieder ein bisschen mehr Geld. So, an der Stelle mal, ja, der Fornal auf Mensch wird mal abgezogen. Schau mal, du kriegst gleich eine ganz tolle Anfrage. Yay. Das ist eine Lüge. Möchtest du freiwillig all dein Land abgeben? Einmal Finanzspritze. Ja, ich habe extra ein Darlehen aufgenommen, um die Sache abbezahlen zu können, also die Institution. Und jetzt kriegst du es quasi in Teilen zurück. Ja. Ist einfach effizienter aktuell. Du hast immerhin sind ein paar Dukaten mehr, ne? Wechsel mal kurz den Channel. Es läuft, naja, ich habe Konstantinopel verkauft für 3000. Jetzt konnte ich so ein bisschen meine Schulden zurückzahlen und meine Institution fördern. Aber die nächste ist halt auch schon da und ich habe da noch gar nichts. Krieg kann ich erstmal gar nicht mehr wirklich führen, wobei der Recruiter-Server ist voll. Wir könnten irgendwann Osman angreifen. Meine Armeen sind inzwischen auch wieder halbwegs voll. Ich könnte sogar mit dem Plus meine Armeen betreiben. Aber ich zahle halt immer noch 6 jeden Monat nur an Zinsen. Businessteilung sind wir wieder bei 10 plus im Monat. Das Problem ist, ich bin aber auch technisch hinterher. Ich meine, ich habe 11 Militär und der Osmane hat schon 13. Da oben fangen sie schon mit 14 an, ja geil. Ich müsste mal sowas noch hier durchballern, damit ich endlich mal... erstmal bis 67 kann ich auf jeden Fall keinen Krieg führen und ich habe mich vorhin verklickt und Geld gegen Gefallen getauscht. Bei einem Land, wo ich schon 100 Gefallen habe, weil ich... ich dämlich bin, so. Ich kann bald wieder Sklaven verkaufen. Nee, kann ich nicht. Nee, doch nicht. Dauert noch ein bisschen. Hier ist ja das 9. Oh, das sind noch. Och, komm. Gut, das heißt also 68. Wie viel kriege ich denn da, wenn ich es gleich 47 Dukaten? 68 kann ich dann nochmal knapp 2 Darlehen zahlen, wenn ich mich nicht wieder verklick und ich nicht wieder vom Spiel Sachen reingedrückt bekomme. Aber es sieht halt echt nicht gut aus. Äthiopien ist immer noch mit Portugal verbündet, also geht es da unten auch nicht weiter. Geil. Osmane ist relativ schwach inzwischen, aber er hat halt 2 Technikstufen mehr als ich. Das ist immer nicht so klug. Ja, 7. Großmacht nur noch. Ja, ich werde bald rausfliegen. Gucken wir mal. Ja, natürlich hat Polen, Litauen das schon. Kann ich mal wieder was tilgen? Ich kann wieder was tilgen. Perfekt. Tilgen wir das doch mal. Ich habe natürlich immer noch 11,1 Inflation. Ja. Ist halt alles nur so mäßig geil. Ja, es liegt einfach an den Add-ons. Mir fehlen halt einfach 3 Add-ons, die kenne ich nicht, daran liegt's.
Peter ist halt einfach, hat mir immer noch nicht die anderen drei Addons geschenkt. So, was wir machen jetzt noch? Zinsen, minus 4, 6 im Monat. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt, sondern ja, nun. Ich könnte ihn einfach angreifen und hoffen, dass Portugal nicht mitgeht, aber ich weiß nicht so genau. Ich traue denen nicht. Ich traue diesen Leuten nicht. Ich meine, Russland hat mir 3000 für Zagrad gegeben. Das ist komplett OP, die Leute hier. Vielleicht hätte ich auch Momente ausbauen sollen, keine Ahnung. Die scheinen viel zu bringen, aber die kenne ich auch nicht. Gerechnet, ja. Nun. Keine Ahnung warum. Scheint ihm zu gefallen, was weiß ich. Hey, ich hab ein bisschen Prestige. Was ist das? Kann ich hier tun? Korruption um 2 reduzieren. 50 Punkte in Richtung Mystik bewegen. Nee, ich brauche Legalismus. Das ist Steuereinnahmen und so. Ah, ist doch kacke. Ne, ja, ist noch gar nicht rum. Denken wir schon. Zu kommt natürlich meine religiöse Einheit. Die ist halt auch 92. Ich habe schon Toleranz plus 25, sonst wäre hier richtig Achterbahn. Ah, ist doch kacke hier. Die andere Richtung schon, nee. Landbesitz ist auch kacke, 55%. Müsste ja mal wieder was abnehmen, aber... lass mal die Schulden dann loswerden. Ja, die auch schon 30 Mal, deswegen. Bis die hier noch wieder da ist. Ich müsste im Prinzip Punkte investieren, um die Maus zu bauen, aber ich brauche meine Punkte auch noch für anderes Zeug. Das ist echt, puh. Unangenehm. Ich habe die totale Übermacht gegenüber den Osmanen, aber. Ich traue der KI halt null. Ach, das ist halt... Okay, wenn... Das wollte ich jetzt nicht, egal. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, kann ich nächstes Jahr... Nee, 68 kann ich das. Nochmal 2 Darlehen abzahlen. Ich kann mir inzwischen auch wieder Berater leisten. Solange ich nicht irgendwie meine Armeen unterhalten will oder meine Festungen benutzen möchte. Warte mal kurz, habe ich eine nicht veraltete Festung? Was ist denn nicht veraltet bei mir? Das ist einfach nur eine Festung. Das heißt, wenn ich jetzt... Nee, warte mal. Ich nehme die hier beim Osman, die ist, das ist sicherer. Dann müsste ich jetzt doch Armee-Tradition... Oder ist sie veraltet? Nee, ist nicht veraltet. Ne? Yay. Bemannte nicht fallen, das ist nur 6. Nee, Moment, das lohnt glaube ich nicht. Nee, nee, ich müsste alle hochfahren. Oder stieg das über Zeit? Ich glaube nicht. Weil Portugal sonst auch Bündnisse. Jetzt will ja Portugal sonst auch Bündnisse. Was ist das für eine Frage? Er wird von den Menschen gespielt. Er ist mit Frankreich verbündet. Und Frankreich ist halt. Ja. Reden wir jetzt mal nicht drüber, ne? Ja, die sind nur 6, lohnt nicht. Fahr die Festung wieder runter, komm. Mhm. Ja. Ich habe auch immer noch keine Kanonen. Ich bräuchte langsam mal welche. Es ist inzwischen schon so ein bisschen kritisch so ohne Kanonen. Ist es so langsam der Punkt erreicht, wo man Kanonen bauen sollte?
Was machen die denn schon wieder? Ja. Das ist auch nicht schwierig. Ich könnte noch den Papst. Ja. Ich könnte höchstens noch den Osmanen rein expandieren. Danach wird es dünn. Tunesien ist noch ein bisschen was da. Ein Zap, das wollte ich mal irgendwann erobern, aber das gehört jetzt Frankreich. Toll. Da unten geht es halt gar nicht weiter, außer er kündigt vielleicht das Bündnis auf, wenn ich tatsächlich angreife. Aber man weiß es nicht. Da drüben kommen dann Timuriden, meine einzigen Verbündeten. Da kommt dann schon Russland angeschissen. Ach. Ja, ist halt Verbündeter, also. Wird halt angefragt, möchtest du dem Verbündeten beitreten? Dann kommen natürlich eine ganze Kolonialnation mit, ne? Das heißt also 100. Ja, nee. Nee. Aber auch ohne das ist das verdammt viel. Darlehen. Moment, konnte man nicht irgendwo. Äthiopien. Achso, ich muss es groß schreiben, natürlich. Nee. Warum hat der jetzt Pause? Habe ich was verpasst? Ja, keine Ahnung. Könnte raufwechseln, aber dann habe ich wieder die Leute, dann kann ich nicht reden, weil die ganzen Leute da reinreden und dann will ich nicht reden, weil die Leute reinreden. Was sind geht noch? Sind? Was für ein Sind? Geht das noch? Oh, in der Kernprovinz? Ja, stimmt, ich könnte für meinen Vasallen das erobern. Eine Idee. Aktuell geht halt gar nichts. Ich bin technisch hier hart hinterher. Halt. Ja, 11. Das ist vor allem mit dem Osmanen so um die Ecke, möchte ich das vielleicht lieber nicht tun. Das ist ja mein Vasall und nicht ich. Ich glaube, ich kann da keine da Ansprüche darauf hingehen. Könnte ich sogar. Ja, ich könnte hier rüber marschieren, ja. Gucken wir mal. Ist eh nicht wichtig. Dies ist ja eh nicht wichtig. Ich habe eh kein Geld. Ich glaube, nur der Wechseln hier ist irgendwie Pause lange. Ah, guck mal wieder hoch. Obwohl ich eben immer noch in der mathematischen Technologie im Eimer bin? Tja. Also ich kann frühestens bei den Manufakturen hoffen, dass es wirklich mal besser wird. Mhm. Weil das mal endlich eine Institution ist, die auch bei mir spawnen kann. Ja, technologisch bist du schon mal recht gut dabei. Ansonsten Äthiopien. Man tut, was man kann, ne? Äthiopien sagt über Technologie 788. Reicht doch. Dann sagt die Kadu-Föderation ist weiter als Äthiopien. Was für eine Föderation? Tatsache, die hat 10, 9, 11. Das ist natürlich Autschi. Ja. So, warum ist jetzt überhaupt Pause? Weil Udoku weg muss, kurz seine Schwester wohin fahren. Och komm. 15 Minuten vorsichtig. Moment, jetzt müssen wir irgendwo hinfahren, das dauert nur 15 Minuten, was? Auf da. Uff. Und ich brauche dann immer auch